Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mittwoch-Spezial. Heute wieder ein F-Arcade-Video und zwar die 10. Cartridge in der Kollektion, die Technos Kollektion 1 mit 8 Spielen. Ja, ist auch eine der Kollektionen, die ich mir so wahrscheinlich nicht gekauft hätte von der Spieleauswahl her, aber hey, ich sammle sie alle, also ist die mit dabei. Ich zeige euch natürlich vor dem Reinschieben. Wieder mal das Booklet und auch die Cartridge. Ja, hier habt ihr einmal die Cartridge Technos by Arc System Works Kollektion 1. Ja, und die Rückseite auch wieder ein schöner Blauton, Nummer 10. Und ja, dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Technos ist mir tatsächlich ein Begriff gewesen, auch damals, ich glaube, auf dem Nintendo erschienen auch so einige Spiele. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wurde 1981 gegründet von drei ehemaligen Data East-Mitarbeitern. Ja, sehr interessant. Leaving the Scene 1996. Naja. Sollen einige gute Spiele aus dieser Schmiede entstammen sein. Hier haben wir einmal Double Dragon. Das kennt, glaube ich, jeder. Dann Double Dragon 2. War das eins hier? Ja. Double Dragon. Oh ne, Super Double Dragon. Okay. Dann Crash the Boys Street Challenge. Das ist auch alles so Brawler-mäßig hier auf dieser Cartridge. River City Ransom, das habe ich, glaube ich, auf dem Nintendo auch mal gespielt. Die Figuren damals erinnert mich sehr stark an Nintendo World Cup. Die sehen nämlich eigentlich genauso aus. Und das fand ich schon so ein bisschen witzig. Nintendo World Cup war für mich auch eher eine Lachnummer, aber im positiven Sinne, ne? Also ich habe es gerne gespielt, aber war witzig halt, ne? Wenn die da auf dem Boden rumgerobbt sind oder wenn du jemanden gefoult hast, wie das ausgesehen hat. Du, Super Dodgeball. Dann hier Renegade Super Strike V Ball. Und ja, das war's dann auch schon. Ich würde sagen, wir machen das wie immer. Ich schieb die Konsole. Nein, ich schieb die Cartridge in die Konsole und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir. Ja, 8 Spiele ist jetzt nicht die Welt, aber es kommt ja immer auf die Qualität der Spiele an, ne? Wir fangen auch gleich mal hier mit dem ersten Titel an. Von 1992 ein Sportspiel für 4 Spieler. Und hier habt ihr wieder den Text dazu, wer sich das durchlesen möchte. Ich glaube, es gab hier verschiedene Disziplinen, die man spielen konnte. Ich muss mal gucken. Ich hatte diese Cartridge schon mal gespielt, aber es war jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt mein Highlight. Push-Start-Button machen wir. Okay. Please select Game Mode. Normal, Short, Practice. Ne, wir nehmen mal normal. Einspieler. Und dann, ja, ist das okay? Ja, das ist okay. Which Team you select? HP. Okay, die haben Lebenspunkte. Ich würde jetzt spontan das hier nehmen. Obwohl das, nee, ja, die haben alle um die 200. Ja, das ist okay. Die Musik hier erinnert mich auch stark an Nintendo World Cup. Which player you select? Power, Speed. Ich glaube, da sollte ich einen nehmen, der einen hohen Speedwert hat, ne? Er hier. Es ist okay, ja. Do you want to Shop. Es gibt hier einen Shop. Okay, gucken wir mal rein. May I help you? Wir haben 5 Gold. Welche Informationen wollen wir kaufen? Regeln.
Objectives to reach the finish line first. Okay. Break huddles and attack opponents to win. Anything goes. Ja, gut, ich würde mal sagen, wir... Wo komme ich denn jetzt wieder raus hier? Exit. So. Get ready. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier renne. Also ich stelle mich auch hier wieder richtig glatt an. Nee, also das ist auch wieder nicht meins. Wins by default. Ja, der hat mich richtig fertig gemacht. Also ich glaube, laufen tut er alleine. Ich muss einfach nur... Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier kämpfen kann oder sowas, ne? Weil der andere Typ schmeißt mir ja ständig irgendwas auf meine Bahn, weshalb ich so grottenschlecht bin hier. Oh, jetzt habe ich schon wieder keine Leben mehr. Ja. Gut, das mache ich jetzt hier noch und... Ach, jetzt bin ich oben. Okay. Nee, hä? Also ich mache gerade nichts, Leute, ne? Die spielen hier alleine. CPU Crash und CPU Tank, da unten steht's ja auch. Okay. Gut, ich würde mal sagen, bevor ich jetzt hier noch mehr frustriert bin, gehen wir mal wieder ins Hauptmenü. Es gibt hier sicherlich noch andere Sportarten, aber, ja... So, Double Dragon. Ah ja, das ist immer so verwirrend. Im Spiel muss man B drücken und hier im Evercade-Menü ist es Taste A. Von 1988 Beat'em'up für zwei Spieler. Hier nochmal der Text wieder. Und Double Dragon ist, denke ich mal, vielen ein Begriff. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es da gibt. Hier haben wir drei auf dieser Cartridge. Gehört jetzt aber auch nicht unbedingt zu meinen, ja, Lieblingsgenres. Wie gesagt, ich hätte mir die ganze Kollektion wahrscheinlich so nicht gekauft. So. Wir machen mal hier ganz standardmäßig Mode. A. Ein Spieler. Ja, so viel zur Story. Mission 1. Kommen. Okay. So, wir können schlagen und mit dem Fuß treten. Okay, ich kann auch springen, wenn ich beide Tasten gleichzeitig drücke. Was haben wir denn hier? Ein Hinweis? Hm. Oh ja, kommt mal hoch. Thank you.
Ich finde das immer schade, dass der die Waffen nicht dauerhaft behält, weil ich glaube, der wirft die hier irgendwann weg oder verliert sie. Ja, sage ich ja. Da haben wir sie schon nicht mehr. Also an und für sich eigentlich ein recht spaßiges Spiel, muss ich sagen. Das ist jetzt auch nicht so extrem schwer. Oder es ist hier einfach, ja, weil das noch die Anfänger-Stage ist. Aua. Ja, da hat man gleich ein bisschen mehr Reichweite mit dem Teil, ne? Aua, hey, ich war noch gar nicht bereit. Ja, da geht's schon los. Jetzt haben wir hier schon einen anderen Gegnertyp. Oh. Nein. Oh, da wollte ich jetzt nicht runter. So, da ist er wieder. Ich denke mal, das soll der Stage-Boss sein, bestimmt. Okay, so viel dann zum Thema Schwierigkeitsgrad. Gut. Bevor ich jetzt hier noch weiter mich blamiere, gehen wir mal zurück. So, Double Dragon 2, The Revenge. Da haben wir 1989 als Release-Jahr, ebenfalls Beat'em-up für zwei Spieler. Billy und Jimmy Lee sind zurück. So. Ja, machen wir mal diesen Schwierigkeitsgrad, damit ich nicht gleich wieder ablose. Ah ja, genau, das war ja hier, glaube ich, die B-Taste, da schlägt er nach rechts und bei der A-Taste schlägt er nach links. Das war, fand ich damals ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen irritierend. Weil ich habe nämlich auch gedacht, B-Taste ist Faustschlag und A-Taste dann Fußtritt, so wie beim Vorgänger, aber nee. Hier sieht man auch, dass die Grafik schon so ein bisschen aufpoliert wurde im Vergleich zum ersten Teil. Also diese alte Chiptune-Musik, ja, die gefällt mir richtig gut. Ach so, wir müssen nach oben, okay. Können wir hier auch wieder springen, ja. Geht's nicht weiter?
gib mir das mal. Oh. Das ist, glaube ich, eine richtig starke Waffe hier. Wenn die gleich beim ersten Mal umhaut. Ja, toll. Jetzt kommt hier wieder der Boss und ich habe schon wieder keine Waffe mehr. Hey, ich hab's geschafft. Gut, Mission 2. Okay. Sollte auch ausreichen. Dann werden wir uns mal dem dritten... Nee, der dritte Teil ist erst da unten. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das der dritte ist. So, wir haben jetzt hier Renegade als nächsten Titel von 1987. Beat'em up 2 Spieler. Und das sind so die erwachsenen Versionen von den Nintendo World Cup Figuren. Sieht jedenfalls ein bisschen ulkig aus. Spielt in den Hauptstraßen von Brooklyn. Mr. K. Sehr geheimnisvoll. So, schauen wir mal rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gespielt habe. Ah doch, das kommt mir bekannt vor. Ja, auch hier haben wir das... B-Taste nach links und A-Taste nach rechts. Und ich glaube, das hat mir vom Grafikstil her schon nicht gefallen. Deswegen habe ich das gar nicht großartig weitergespielt. Man hat hier auch nicht so ein schönes Schlagfeedback wie bei den anderen Spielen bisher. Ne? Das ist alles so... Warum spielt hier eigentlich eine Zeit mit? Das finde ich bei solchen Spielen absolut überflüssig. Oh Mann. Get Lost Punk, ja. Also ganz ehrlich, da kriege ich jetzt schon Frustrationen. Toll, einen besiegt, dann kommt gleich der nächste. Nee, also ganz ehrlich, tut mir leid, dass ich euch hier von diesem Spiel nicht mehr zeige, aber... Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Hm. Gut.
Gut, River City Ransom. Das hat mir tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht. Von 1989 Beat'em'up 2 Spieler. Aber wahrscheinlich auch aus Nostalgiegründen. Wie gesagt, die Spielfiguren kenne ich ja. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich hier sogar ein Save State haben. Ich muss mal gucken, ob wir den laden. Und anstatt von vorne anzufangen. Ach Mann, das ist immer. Habe ich hier keinen Spielstand? Schnell speichern. Doch, da ist er. Ich wollte gerade sagen. Genau. Es gibt hier verschiedene Bereiche. Man kann auch immer wieder zurück. Und das Coole ist, dass das vermittelt so ein bisschen Open-World-Feeling, ne? Also es ist jetzt ja nicht so die absolute Freiheit. Ihr könnt sowieso immer nur nach links und nach rechts und manchmal ist dann hier noch irgendwo eine Öffnung oder eine Tür oder sowas. Aber es ist schon cool gemacht. Dann kann man Geld sammeln, man kann seinen Charakter aufwerten und verbessern. Man kann Gegenstände kaufen, man hat ein Inventar. Also es hat auch so leicht RPG-Elemente, ne? Meine verbesserten Schläge hier, also normalerweise haut er bloß einmal zu, das ist hier alles schon so ein bisschen aufgewertet. Und ja, ich fand das echt sympathisch. Also die Hintergründe haben mir sehr gefallen. Hier zum Beispiel geht es in so ein Extra-Gebiet rein, da hat man dann zwei Mini-Bosse quasi. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal besiegt gehabt, damit ich ein bisschen Kohle bekomme. Ja, die Gegenstände hier kann man natürlich auch aufsammeln. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht mehr, wie das ging. Jetzt, so. Und dann kann man damit halt auch zuschlagen. Und ich fand das ganz angenehm. Also der Schwierigkeitsgrad gefällt mir hier sehr gut, muss ich sagen. Ja, es ist nicht zu leicht, nicht zu schwer. Man hat hier durchaus, ja, Chancen. So, und ich glaube, jetzt kommen hier gleich die Bosse. Barry. Oder war es das schon? Ja, man kann die Gegenstände natürlich auch werfen. Ja, und auch hier die Musik ganz klassisch Nintendo World Cup-Stil, finde ich. So von der Art her. Ich weiß gar nicht, ist Nintendo World Cup vielleicht auch von Technos? Das würde einiges erklären. Ah, ich glaube, hier gab es einen etwas schwereren Typen. Aua, Mann, hey. Genau, da ist er. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber der hat ein bisschen mehr auf dem Kasten. So. Ich muss mal gucken. Hier haben wir das Menü Belongings. Da wird mir dann angezeigt, was ich habe. Dann haben wir Level. Ich glaube. Ach nee, das ist bloß die Einstellung. Ja. Und Status. Genau, hier haben wir dann die einzelnen Werte. Und die kann man sich im Shop kann man dann, glaube ich, Essen und Getränke kaufen und damit kann man die quasi auch steigern. Ja, ihr seht unten Stamina. Ich weiß jetzt gar nicht. 15. Ich glaube, rechts ist so das, die Standardwerte und links sind dann meine, die ich schon aufgewertet habe quasi. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war das. Ja, so viel zu diesem Spiel hier. Also ist echt genial gemacht, finde ich. Mit eins der besten auf dieser, wenn nicht das Beste auf dieser Cartridge. So, dann gehen wir mal weiter zu Dodgeball. Super Dodgeball sogar. Von 1988 Sportspiel für zwei Spieler. Habe ich, glaube ich, auch bisher noch nicht sonderlich lange gespielt. Ja, hier nochmal wieder der Text für euch. So.
So, mein Skill-Level ist easy. World Cup Play, ja, machen wir das mal so. Change Position. Nee, wir lassen mal alles so, wie es ist. Und das meine ich. Wenn ihr da jetzt mal gerade gesehen habt, wie die Figur umgefallen ist, genauso sieht das auch bei Nintendo World Cup aus. Also das ist hier im Grunde Völkerball oder Zwei-Felder-Ball, wer es unter diesem Namen kennt. Eine ganz... Ja, du nimm doch mal den Ball hoch hier, du Idiot. Eine ganz witzige Sache eigentlich. Oh, der hat mich aber richtig aus dem Feld gekickt. Also hier hätte ich mir tatsächlich noch einen Nintendo World Cup Teil auf der Cartridge gewünscht, ne? Das hätte die ganze Sache noch richtig schön abgerundet. Oh ja, so eine Bälle kenne ich auch noch. Ah, den habe ich gefangen, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Oh, der ist aber richtig gut empfangen hier, der Kollege. Müsste ich doch eigentlich bald mal gewonnen haben hier, oder? Los. Komm, nimm den Ball. Los. Ich weiß jetzt gar nicht, sind das die Lebenspunkte da oben, die Striche von den Typen? Ja. Fred hat jetzt gerade einen Strich verloren. Gut, also Spielprinzip sollte klar sein, ne? Bevor ich jetzt hier noch weitermache. So, dann haben wir Super Double Dragon von 1992, Beat'em Up 2 Spiele. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der dritte Teil ist. Auf jeden Fall ein 16-Bit-Game. Ja, hier nochmal so ein bisschen was zur Story, wen es interessiert. Ich glaube, den habe ich auch nur kurz angespielt. Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe mittlerweile so viele Cartridges hier und die nächsten sind schon auf meiner Wunschliste. So, Push-Start-Button habe ich. Ja, wir lassen mal alles so, wie es ist. One-Player-Mode ist okay. Muss ich erstmal gucken. So, damit kicken wir. Und damit wehren wir Schlag ab. Also, das hat so ein bisschen was von Street Fighter hier. Ich glaube, deswegen habe ich das dann auch nicht mehr gespielt, weil mir das zu langsam war. Oh, wir haben gerade Hulk Hogan fertig gemacht. Also, ich kann ja eigentlich hier noch was anderes, außer... Ach ja, ich kann tatsächlich auch noch springen. Okay, nice. Ja, ist ganz nett, aber ist halt vom Genre her auch nicht unbedingt meins, ne? Also... Ja, gut. Da ist es schon um uns geschehen, das erste Mal. Meine Güte. Das hat schon wieder so einen leichten Frustmoment hier, ne? So, da haben wir die Szenerie gewechselt. Oh Mann, ich will den Stab haben. Okay, gut. Ich denke mal, Spielprinzip auch hier wieder klar. Dann haben wir noch Super Strike V-Ball. Ja, das wird wahrscheinlich der Gegenpart zu Super Dodgeball sein. Auch ein Sportspiel, 1989, vier Spieler. Ich glaube, hier bei dem Titel bin ich nicht so richtig klargekommen, deswegen habe ich das gar nicht groß weiter gespielt. Gucken aber trotzdem mal kurz rein hier, ne? Dass ihr auch hier einen Überblick habt. 1988, 1989, Technos Japan Corporation. So, Tournament Singles. Ja, lassen wir mal so. Erstes Match, Daytona. Okay. Oh. Ja, ich sag ja, ich komm damit nicht klar. Hey, wir haben einen Punkt. Nice. Thank you.
Also irgendwas stimmt mit meinen Leuten nicht. So, jetzt aber. Also die Musik ist cool. Ich denke aber, das Spiel würde auf Dauer auch Spaß machen, wenn man sich da mal so ein bisschen reinfuchst. Ja, nice. Also wenn man den Kniff erstmal einmal raus hat, dann geht's. Ja, der war da draußen, ne? Ja. Haha. Mist. Och Mann. Okay, gut. Ich habe verloren. Ist ja nichts Neues. Ja. Eine interessante Kollektion, sagen wir mal so. Also, wenn ich jetzt Lieblingsspiele auswählen müsste, ja, dann wären das höchstwahrscheinlich Dodgeball, Super Strike V-Ball und River City Ransom. Ja, die drei Titel, die würde ich wahrscheinlich doch des Öfteren auch mal spielen. River City Ransom wahrscheinlich am meisten. Und die Sportspiele müsste ich mal gucken, ob die vielleicht mit der Familie zusammen Spaß machen. Ja, man kann ja hier auch bei der Evercade 4 Controller anschließen. Aber ansonsten so den Rest muss ich ehrlich gestehen. Also Renegade ist bei mir auf dem letzten Platz. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Crash and the Boys geht so. Double Dragon ist ganz okay, zumindest Teil 2. Teil 1 und den Double, also den Super Double Dragon, ja, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Aber alles in allem, wie gesagt, das wäre jetzt eine Cartridge, die hätte ich mir so wahrscheinlich nicht gekauft. Aber ja, für Fans gerade von Double Dragon, denke ich mal, ist das hier eine feine Sache. Gut, dann beende ich das Video an dieser Stelle wieder. Ist ja auch wieder etwas länger geworden, trotz der nur 8 Spiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.